Tag zusammen. Moin. Und? Hallo. Ist das die Leiche von dem vermissten Mädchen? Vermutlich. Also laut Personalausweis, den wir bei ihr gefunden haben, in ihrer Jacke, handelt es sich um die vermisste Luisa Schneider. Und dieses Tuch hat es um den Hals. Aha. Das passt auch zu der Beschreibung, die wir erhalten haben. Ja. Habt ihr die Angehörigen verständigt? Wir haben ihre Schwester erreicht. Gut. Was kannst du denn zur Todesursache sagen? Also sie hatte eine sehr starke Platzwunde am Hinterkopf. Das heißt, du kannst Ertrinken als Todesursache ausschließen? Ja, festlegen kann ich mich da natürlich noch nicht. Musste ich ein bisschen gedulden, als nach der Obduktion genau ist. Alles klar. Ist sie das? Ist das meine Schwester? Ich kann es dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber sie dürfen hier jetzt nicht hin. Nein, sie können jetzt nicht rein. Es tut mir leid. Ich will, aber ich muss sie sehen. Bitte. König, Kriminalpolizei, Sie können da wirklich nicht rein. Es tut mir leid, das geht wirklich nicht. Lassen Sie mich doch, bitte. Es ist besser für Sie. Sagen Sie, ist das das Tuch von Ihrer Schwester? Tut mir leid, tut mir leid. Ja, müsste ich mir notieren. Ja, passt mir jetzt nicht. Ja, schreibe ich auf. Marie, willst du mich verarschen? Was hast du deiner Anwältin erzählt? Nix. Ja, du weißt doch ganz genau, wie es war. Adresse noch. Das war nur ein Spiel. Ja. Keiner von uns kann was dafür, dass Luisa tot ist. Ich habe nichts anderes erzählt, Philipp. Ich schwör's dir. Jetzt. Sagen Sie mal, Sie lassen sich doch jetzt hier nicht etwa hier unter Druck setzen, oder? Ich sag dir eins, pass auf, was du sagst. Jetzt, ich glaub's nicht. Herr Weiß und Frau Stolberg, Sie sind 20 bzw. 17 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen Mordes an Ihrer Mitschülerin Luisa Schneider vor der Jugendkammer. Die Schwester von Luisa Schneider, Ann-Kathrin Schneider, nimmt als Nebenklägerin an der Verhandlung hier teil. Ihre Eltern, Frau Schneider, haben mit mir telefonisch gesprochen und gesagt, sie würden es nicht ertragen, hier am Verfahren teilzunehmen. Dafür habe ich volles Verständnis. Wenn Sie eine Pause brauchen oder irgendetwas ist, sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Ich glaube nicht, aber wenn, dann müssen Sie keine Rücksicht auf mich nehmen. Es geht dann auch ohne mich. Die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen. Für die Jugendgerichtshilfe ist Herr Ritter anwesend. Und für Sie, Marie, nimmt noch Ihre Mutter, Simone Stolberg, als Beistand teil. Herr Weiß, mit Ihnen beginne ich. Sie sind der Ältere. Philipp ist Ihr Vorname. Sie sind am 5. November 1990 in Lindlar geboren, wohnen auch dort. Sie sind ledig, Kinder haben Sie keine und gehen noch zur Schule, nicht? Richtig, ich gehe in die 13. Klasse. Sie werden von Frau Rechtsanwältin Tasic vertreten und Marie, unter 18 rede ich die Angeklagten normalerweise mit Vornamen und Sie an, es sei denn... Das können Sie bei mir auch. Dann mache ich es bei Ihnen auch, Philipp. Marie, Ihr Nachname ist Stolberg. Sie sind am 23. November 1993 in Lindlar geboren, leben da auch, sind ledig, Kinder haben auch Sie nicht und gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In dieselbe Stufe wie Philipp. Sie werden von Frau Rechtsanwältin Klingenberg vertreten. Seit dem 15. März 2011 sind Sie beide in Untersuchungshaft in Siegburg. Die Anklage, Herr Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Weil sich die 19-jährige Luisa Schneider im Dezember 2010 vom Angeklagten Philipp Weiß trennte, wollte er sich an ihr rächen. Dazu schmiedete er gemeinsam mit der Mitangeklagten Marie Stolberg, die von Luisa gemobbt wurde, einen gemeinsamen Racheplan. Unter dem Vorwand, sich mit ihr versöhnen zu wollen, lockte der Angeklagte Luisa am Abend des 11. März 2011 in ein Bootshaus. Die Angeklagten zwangen Luisa, in eine Regentonne zu steigen und verschlossen die Tonne. Philipp Weiß trat auf die Tonne ein, wobei Marie Stolberg ihn dabei filmte. Anschließend ließen die Angeklagten die völlig verängstigte Luisa Schneider aus der Tonne heraus. Spätestens jetzt hatten beide Angst, dass Luisa zur Polizei gehen würde. Um das zu verhindern, stieß einer von ihnen im Einverständnis mit dem anderen Luisa so fest gegen den Paddelhalter am Bootssteg, dass Luisa einen tödlichen Genickbruch erlitt. Die Leiche wickelten die Angeklagten in eine Plane und versenkten sie in der Lindlayer Sülz, dem dort vorbeifließenden Fluss. Philipp Weiß und Marie Stolberg werden daher wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und Nötigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Philipp, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Ja, ich möchte etwas sagen. Dass wir Luisa in die Regentonne gepackt haben, war echt scheiße. Aber wir haben sie nicht umgebracht. Das ist diese Tonne gewesen, die die Staatsanwaltschaft dort hat hinstellen lassen, weil sie nachher noch etwas demonstrieren will. Es gibt ja nun ein Video, auf dem man sieht, wie sie beide, Luisa, in dieser Tonne malträtiert haben. Das Video wurde am 12. März 2011 aufgenommen, 0:15 Uhr, mit ihrem Handy, Marie.
Und es hat man auch nur dieses Handy, weil sie das im Wald verloren haben. Aber nur bevor ich dieses Video abspiele, Frau Schneider, wir müssen uns hier alle dieses Video anschauen. Sie müssen es nicht, wenn Sie... Ich bleib hier. Vielleicht, Herr Weiß, erklären Sie uns mal. Nein, bleibst du noch ein bisschen was drin. Herr Weiß, ja, das sieht jetzt auch ein bisschen krasser aus als wirklich. Hören Sie doch mal, wie kommen Sie da hin? Wir haben nur Wahrheit oder Pflicht gespielt. Ja, Philipp, ich komme hier schon. Was machst du denn da? Selbst wenn das als Spiel angefangen hat, das Mädchen sitzt in der Tonne, es kommt da nicht mehr raus. Das fleht sie an, lasst mich endlich raus. Die hat Angst, die hat Panik, die hat Todesangst. Und Sie machen einfach weiter. Spätestens da fängt doch die Strafbarkeit an. Das ist Ihnen doch völlig klar. Das hat nichts damit zu tun, was hinterher mit ihr geschehen ist. Die Frage. Sie haben sie hinterher rausgelassen und dann haben sie gemerkt, was sie gemacht haben und dass sie zur Polizei gehen wollte. Und dann ist die Sache eskaliert, Herr Weiß. Nein. Wie auch immer, Philipp, laut Anklage ist es nicht jedenfalls bei diesen Maltretieren in der Regentonne geblieben. Luisa ist von Ihnen beiden vermutlich noch aus dieser Regentonne herausgelassen worden, aber später so massiv an diesen Paddelhalter gestoßen worden, dass sie das Genick gebrochen hat. Nein, wir haben sie nicht umgebracht. Ich weiß es nicht. Luisa wurde am nächsten Tag gefunden in dieser Lindlarer Sülz in der Nähe des Boots, also am Bootshaus noch, weil sie sich da Leiche verfangen hatte. Und ein letztes Lebenszeichen von der Luisa hat es noch gegeben am 12. März, 0.43 Uhr war das. Da hat die Luisa ihrer Schwester, die nun gerade draußen ist, dafür habe ich Verständnis, eine SMS geschickt. Ich habe es mir notiert. Kannst du mich bitte abholen? Bitte. 3 Ausrufungszeichen. Danach jedenfalls, wann auch immer in den nächsten Stunden, ist sie getötet worden. Nach dem Obduktionsbericht steht es jedenfalls fest, dass sie noch in den Nachtstunden gestorben ist. Also meine Tochter hat jedenfalls nichts gemacht. Dass die Initiative von ihm ausging, ist aber klar. Das konnte jeder hier sehen. Wir konnten etwas sehen, weil etwas gefilmt wurde. Von wem denn? Von ihrer Tochter. Die hat immer schön draufgehalten. Das Mädchen saß in der Tonne, hat geschrien, sie hat weitergefilmt, sie hat draufgehalten. Und ich gehe davon aus, dass sie selber auch mit Hand angelegt haben. Erklären Sie mir doch bitte schön, warum sie sonst mein hier Gott. Nicht reinen Tisch machen würde und den Angeklagten noch deckt. Den Mitangeklagten. Sie hat Angst vor Philipp. Ich meine, nach dem, was der mit Luisa gemacht hat, ist das ja wohl auch berechtigt, oder? Mama, Philipp hat Luisa nicht umgebracht. Ich will zur Sache wieder zurückkommen. Um welche Uhrzeit haben Sie und Marie das Bootshaus verlassen in dieser Nacht? Ja, das war so gegen 12:30. Wir haben noch den Deckel von der Regentonne aufgemacht. Wirklich. Und dann sind wir auch abgehauen zu unserem Kumpel Nico. Wann waren Sie beide bei Nico? Das war so gegen 12:45. Wir sind dann direkt dahin und haben noch ein paar Bier getrunken. Und weil es schon später haben wir dann auch da geschlafen. Aber da hat Luisa ja noch gelebt, weil sie hat ja um 0:43 noch die SMS schreiben können an ihre Schwester. Ja, das haben sie sich schön ausgedacht, ne? Wissen Sie, das Problem mit dem Nico Hartmann ist folgendes. Der Nico Hartmann war aller Wahrscheinlichkeit nach doch selber an der Tat beteiligt. Wissen Sie, warum ich das glaube? Der ganze Abend fing doch an, das wissen wir von der Aussage der Schwester der Getöteten, in der Kneipe Amarillo. Das ist so eine Stammkneipe von Ihnen und da war der Nico Hartmann auch noch dabei. Und wenn man da jetzt zu viert zusammensitzt und einen lustigen Abend hat und sagt, wir gehen hinterher noch ins Bootshaus, das war ja ein beliebter Treffpunkt von Ihrer ganzen Clique, richtig? Dann sagt doch nicht ausgerechnet der Nico Hartmann, nein, ich gehe nach Hause, mache Hausaufgaben und trinke Kamillentee und leg mich ins Bett. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Ja, und der hat halt einfach keinen Bock mehr. Der wollte lieber nach Hause eine Runde zocken gehen. Eine Runde zocken gehen? Wissen Sie, der Nico Hartmann hat ja auch ein Motiv. Der hat der Luisa ja vorgeworfen, dass er die Freundschaft zwischen ihm und ihm zerstört hat, dass die daran schuld ist. Und ich glaube einfach, dass sie beide den schützen, weil er ihnen dann auch ein Alibi geben kann. So ist das. Der ist an dem Abend mit dabei gewesen. Und das werde ich auch noch beweisen. Momentan können wir es noch nicht, Frau Vorsitzende. Ich möchte das zurückstellen, auch wenn er auf dem Video nicht zu sehen ist. Ich habe ja noch was später. Da sind wir uns ja zumindest beim Punkt Nico Hartmann schon mal einig. Also ich gehe auch davon aus, dass er an der Misshandlung von Luisa beteiligt war. Ich meine, er hätte bei seinen Vorstrafen natürlich einiges zu verlieren gehabt, wenn die Luisa anschließend noch zur Polizei gegangen wäre. Na ja. Ja, nein, das stimmt doch gar nicht. Ich habe das doch jetzt schon so oft gesagt. Nur Marie und ich waren da. Nur wir haben Luisa in die Regentonne gesteckt. War gar nicht da und ich wollte ihr auch wirklich nicht wehtun. Na, das ist jetzt wieder typisch für unseren Philipp. Das ist absolut typisch. Immer den totalen Bockmist bauen und dann willst du wieder nichts gewesen sein. Lass gut sein, Anton, bitte. Ich bitte dich. Nee, Stefanie, nichts ist gut. Wie oft habe ich den Jungen schon aus der Bredouille rausgeboxt? Ach komm, verpiss dich doch. Wie oft habe ich ihn schon morgens aus der Ausnüchterungszelle abgeholt? Und
Ja, permanent baut da warum Bock hast du das gemacht? Nichts bestimmt nicht sein. Wegen mir. Das Nein. hast du immer alles nur wegen deinem Ruf gemacht. Du bist echt ein toller Absolut Vater. Nicht. Auf dich kann ich wirklich verzichten. Er baut den permanenten Bockmist und dann will er wieder nichts gewesen sein. Und jetzt sitzt er hier wegen Mordes. Er sitzt da wegen Mordes. Ich unterbreche ungern in familiären Angelegenheiten. Aber Herr Weiß, tun Sie mir den Gefallen. Bitte mischen Sie sich nicht ein. Ja, sorry, ich habe jetzt auch eh hier nichts. Ich geh erst mal raus. Ja, ist auch gut so. Im Sohn hilft es eh nicht. Also, Ann-Kathrin, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut, was der Philipp da getan hat. Aber du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass Philipp was mit der Sache zu tun hat. Du hast doch das Video auf der Polizei auch gesehen. Und so aggressiv wie Philipp war, ja? War doch, da kann ich mir schon vorstellen, was er nachhinein. Aber er war doch nicht der Einzige, der da an dem Abend war. Marie, Sie haben zuletzt angekündigt, hier doch keine Angaben mehr machen zu wollen. Bleibt es jetzt dabei? Zum Glück nicht, Frau Vorsitzende. Ich konnte gestern noch einmal mit meiner Mandantin sprechen und ich konnte sie auch davon überzeugen, dass sie hier auf jeden Fall aussagen soll. Ich möchte aber nichts sagen. Marie. Was soll das denn jetzt, Marie? Bitte, Marie, mach den Mund auf. Ja, Frau Vorsitzende, meine Mandantin ist vor der Verhandlung massiv unter Druck gesetzt worden von dem Angeklagten Weiß. Ich war dabei, aber ich habe es leider viel so zu spät So ein Quatsch, ich habe Marie nie unter Druck gesetzt. Ach, ich war doch dabei. Bitte, Sie müssen irgendwas unternehmen. Meine Tochter muss aussagen, sie ist unschuldig. Frau Stolberg, ich werde gar nichts unternehmen, weil eine Angeklagte hat grundsätzlich das Recht zu schweigen. Und wenn eine Angeklagte davon Gebrauch macht, ist es allein die Entscheidung der Angeklagten und hat mit dem Beistand gar nichts zu tun. Ich kann Ihnen aber Folgendes sagen, man kann immer, Marie, auch während der Verhandlung noch etwas sagen, bis hin zum letzten Wort. Aber das ist total untypisch, sie macht sowas nicht. Ich meine, dieses in die Regentonne stecken, und das ist nicht meine Tochter. Sie möchten das nicht, dass Ihre Tochter daran beteiligt war, oder? Das können Sie sich nicht vorstellen. Aber wissen Sie, Ihre Tochter hat ja möglicherweise einen Grund gehabt oder ein Motiv, wie wir das nennen. Sie ist gemobbt worden, über Jahre, von der Luisa Schneider. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Opfer nach mehreren Jahren auf einmal zurückschlägt, wenn es eine Möglichkeit dazu sieht. Frau Vorsitzende, ich möchte das jetzt mal kurz zeigen. Bitte. Diese Puppe entspricht in der Größe der Luisa Schneider. Und wir werden sehen, dass es durchaus möglich ist, die in dieses Fass hineinzustecken oder auf jeden Fall hineinzubekommen. Und genau das haben Sie gemacht. Sie hat sich in dieses Fass gehockt, sie haben einen Deckel drauf gemacht und dann mit einem Ring so verschlossen, dass man von innen nicht mehr rauskam. Und das andere haben wir ja gerade gesehen. Sie haben ja draufgehauen, sie haben sie beleidigt, sie haben davor getreten, mehrfach oder nicht. Auch als das Mädchen geschrien hat, haben sie nicht rausgelassen, Herr Weiß. Und Ihre Tochter hat das Ganze gefilmt. Also sagen Sie nicht, Ihre Tochter sei nicht dabei gewesen. Geht es wieder, Frau Schneider? Ja, danke. Frau Vorsitzende, wenn ich kurz was zu Marie und Philipp sagen dürfte. Natürlich, Herr Ritter. Ich denke, Marie hat in ihrer Schule so die typische Rolle der Außenseiterin. Philipp ist so der erste Mensch, der sich eigentlich wirklich mit ihr angefreundet hat und sie vertraut ihm auch sehr. Von daher ist es für sie auch sehr schwierig, hier heute etwas zu tun, was er nicht wirklich will. Zum Beispiel hier auszusagen. Also es ist ganz klar, Nico Hartmann, der wahre Täter ist, das passt auch einfach zu ihm und dieser ganzen Vorstrafenlage und dieser Sozialisation von ihm. Er war in der Tatnacht mit im Bootshaus. Er hat das vielleicht gemeinsam mit den beiden Angeklagten verlassen, das Bootshaus, um 0.30 Uhr muss es gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, dass er wieder zurückgekommen ist und zwar alleine. Sag, was hast du den Bullen eigentlich geschickt, dass die mir bis heute so am Arsch kleben? Nico, wir wissen doch beide, dass du an dem Abend da warst. Was, Alter, pass auf, was du sagst, sonst hau ich dir so dermaßen was auf deine Glocke, Alter. Das kannst du gar nicht. Mach doch, bitte, komm, schlag mich los. Ich sehe schon, das hättest du gerne, aber ich lass mich nicht provozieren von einem Pillemann wie dir, ey. Merk dir das. Philipp, ich hatte vorhin etwas vergessen, Sie zu fragen. Denn die Luisa Schneider, die getötete, und Sie waren ja mal zusammen gewesen. Wann? Und warum hat Luisa sich von Ihnen getrennt? Ja, das war an Silvester. Warum hat sie mir nie gesagt? Ja, und das hat Ihnen keine Ruhe gelassen, oder? Sie wollten sich rächen. Sie haben das von Anfang an geplant. Sie haben sie ins Amarillo gelockt mit dieser E-Mail. Die haben sie am 9. März ihr geschrieben, haben gesagt, lass uns ein Versöhnungstreffen abhalten. In dieser Bar, komm dahin. Und sie hatten von Anfang an nur ein Ziel. Das Mädchen hinter ins Bootshaus zu locken, fernab von allen anderen, um sie dort in Ruhe quälen zu können. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir waren 6 Monate zusammen. Und so schlimm war es nun wirklich wieder nicht, dass sie Schluss gemacht hat. Warum sind eigentlich zu einem Versöhnungstreffen aufgefordert, ja zur Versöhnung, der Nico Hartmann dabei gewesen und die Marie Stolberg? Wundert mich so ein bisschen. Warum sind die da hingekommen? Ja, ich hatte halt keine Antwort auf die E-Mail bekommen. Und da dachte ich, sie hat keinen Bock auf Versöhnung und scheißt da einfach drauf.
Und deswegen habe ich mich einfach mit Nico und Marie so da getroffen. Und als ich dann doch kam, war ich echt voll happy und ich habe mich voll gefreut und der Abend war echt gechillt. Und als wir im Bootshaus waren, da ist sie dann richtig ausgetickt. Wie muss ich mir das vorstellen, Philipp? Ja, die hat mich und Marie die ganze Zeit mit diesem blöden Wahrheits- oder Pflichtspieler in die Ecke gedrängt und immer irgendwelche Fragen gestellt, die echt total unter der Gürtellinie waren und uns voll damit provoziert. Ja, und irgendwann war sie halt dran und hatte sie die Pflichtaufgabe und dann musste sie halt in die Tonne rein. Aber mehr war da wirklich nicht. Noch Fragen? Nee. Dann beginnen wir mit den Zeugen. Zuerst einmal mit der Nebenklägerin. Frau Schneider, könnten Sie bitte nach vorne kommen? Frau Schneider, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Ann-Kathrin, Sie sind 23 Jahre alt, wohnen in Lindlar. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere BWL. Mit den beiden Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Schneider, Sie waren ja auch zunächst noch am 11. März 2011 in diesem Amarillo, in dieser Bar Amarillo genannt. Wie war da die Stimmung zwischen Ihrer Schwester und den beiden Angeklagten? Also eigentlich war die Stimmung ganz gut. Meine Schwester, die Luisa, war ziemlich angetrunken. Die war zwar schon 19, aber hat trotzdem nicht so viel vertragen. Allein deswegen hätte ich sie schon nicht alleine lassen dürfen, aber ich war verabredet und bin dann so gegen 9:30 gegangen. Ihre Schwester hat Ihnen ja um 0.43 Uhr eine SMS geschickt. Wann haben Sie diese SMS gesehen? Erst am nächsten Morgen. Ich habe ihre Hilferufe einfach verschlafen. Sie hat mich zweimal angerufen und hat mir dann diese SMS geschickt, in der stand, dass ich sie abholen soll, bitte. Und als ich versucht habe, sie anzurufen, da war anscheinend ihr Akku leer, sonst hätte sie auch jemand anderen noch angerufen. Für Sie steht also, wenn ich das richtig verstehe, außer Frage, dass allein der Angeklagte Weiß für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist. Ja, natürlich. Ich meine, der Philipp ist doch nie wirklich drüber hinweggekommen, dass die Luisa mit ihm Schluss gemacht hat. Aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass die Marie und der Nico auch dabei waren. Und vor allem der Nico, ja, der heute nicht hier angeklagt ist, der war hundertprozentig dabei. Und meine Schwester hatte so einen Schiss vor diesem Typ, die hatte so Angst vor dem. Warum hatte jetzt ihre Schwester Luisa? Ist er Angst vor Nico Hoffmann? Ach, der hat die so ein paar Mal so richtig blöd angemacht, auch schon als sie noch mit Philipp zusammen war. Der Nico ist irgendwie einfach nicht damit klargekommen, dass der Philipp am Anfang von der Beziehung ganz viel Zeit mit der Luisa verbracht hat. Der hat sich irgendwie abgeschrieben gefühlt oder so. Also der hatte schon ein Motiv, ne, im Gegensatz zu ihm. Erzählen Sie doch bitte mal, wie sich der Philipp Weiß verhalten hat nach der Trennung von ihrer Schwester. Ja gut, also der hat meiner Schwester des Öfteren mal aufgelauert und stand auch das ein oder andere Mal nachts vor unserer Haustür und hat randaliert. Was soll ein Quatsch, jetzt übertreibst du total. Ey, hallo? Mein Vater, ja, der musste des Öfteren mal die Polizei in der Zeit rufen. Das ist aktenkundig, Herr Weiß. Haben Sie von Ihrer Schwester erfahren, warum sie sich von Philipp getrennt hat? Nein, aber Tatsache ist, dass es ihr nach der Trennung von Philipp viel besser ging. Frau Schneider, nach den Spuren am Steg und nach dem Obduktionsbericht ist davon auszugehen, dass Ihre Schwester noch am 12. März 2011 irgendwie in den frühen Morgenstunden ums Leben gekommen sein muss. Was haben Sie und Ihre Eltern unternommen, als Sie gemerkt haben, dass Luisa nicht zu Hause war? Also meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt beruflich unterwegs und als ich die SMS gelesen habe und gesehen habe, dass sie nicht in ihrem Bett liegt und ihr Handyakku wahrscheinlich leer war, da hast du natürlich am naheliegsten erstmal Philipp anzurufen. Aber der hat mir dann erzählt, dass sie sich um 23 Uhr vom Amarillo verabschiedet hätten. Lüge Nummer 1, Herr Weiß. Auf dem Handyvideo sah das ja ein bisschen anders aus. Ja, ich weiß. Ich habe mir auch die totalen Sorgen gemacht und sofort die Polizei angerufen. Aber die können ja erst nach 24 Stunden aktiv werden. Und da war meine Schwester ja schon tot. Das ist so unglaublich ungerecht. Die Luisa, die war gerade so glücklich, als ob sie frisch verliebt gewesen wäre. Haben Sie sie danach gefragt? Haben Sie gesagt, bist du verliebt? In wen bist du verliebt?